einmal, der Tobi ist da. Ja, grüß dich, Tobi. Grüß dich. Verzeihst du mir auch einmal die Geschichte, die wohne ich so gern her? Ja, schon wieder. Ach, bitte, Opa. Ja, nachher komm da mal mit drin. Es war einmal ein sonniger, zauberhafter Ort im Allgäu. Hier leben die Menschen zu jeder Jahreszeit glücklich und zufrieden und freuen sich über jeden Gast, den sie in ihrer Heimat begrüßen dürfen. So war es damals und so ist es auch heute noch. Wenn die ersten zarten Blüten das Tal erobern und den letzten Hauch des kalten Winters vertreiben, dann beginnt das erste Kapitel eines märchenhaften Jahres. Frühlingserwachen in Bad Hindelang. Seit über 100 Jahren kommen Menschen aus allen Ländern in diese zauberhafte Ferienregion. Als heilklimatischer Kurort, Kneipp-Heilbad und gleichzeitig Deutschlands jüngstes Bad überzeugt das Urlaubsdomizil mit seinen 6 Ortsteilen durch gesunde Luft, reinstes Wasser, traumhaft schöne Berge und Täler. Bad Hindelang, nur einen Katzensprung von Bodensee und Schloss Neuschwanstein entfernt, bietet die Vorzüge einer modernen Ferienregion im Einklang mit Landschaft und Landwirtschaft. Denn die Natur hat Bad Hindelang reich beschenkt. So entnehmen wir direkt am Ursprung eines während der Eiszeit entstandenen Sees 50 Meter unter der Erde tiefenreines Wasser und füllen es quellfrisch unter der Marke Eiszeitsee in Flaschen. Was den Ort wirklich einmalig macht, ist sein Modell Hindelang Natur und Kultur. Denn hier blühen die schönsten Blumenwiesen Deutschlands. Seit Generationen hüten unsere Bergbauern die Schätze einer Bilderbuchlandschaft. Das Heilklima im Rheinluftgebiet Bad Hindelang ist Basis für die Alpenallergiestation in Oberjoch und Unterjoch. In dieser Hochtallage können selbst Allergiker tief durchatmen. Die Fachklinik Santa Maria ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Doch auch viele Gastgeber in Oberjoch und Unterjoch sind für Ferien von der Allergie ausgestattet. Einzigartig ist die Kombination von alpinem Hochmoor mit Heilwasser aus Deutschlands höchstgelegener Schwefelquelle im Hotel Prinz Luitpold Bad. Unser Angebot an Hotellerie und Gastronomie reicht von der urigen Mühle über das Kurhaus bis hin zum Nobelhotel. Mit den Augen wandern wir, mit allen Sinnen genießen wir. Die jungen Eltern unter den Gästen wissen es längst. Bad Hindelang hat als bayerischer Kinderlandort mit 5 Bärchen die höchste Auszeichnung. So bietet Hindelang mit Nikis Familienprogramm, einem Drachenspielplatz mit großem Kletterdrachen, Seilrutsche und Wurzelhöhle und vielem mehr ein bärenstarkes Angebot. Und im Allgäuer Indianerland gehen Kinder auf die Suche nach dem Schatz im Silbersee. Besonders spezialisierte Familiengastgeber sind die beiden Familienhotels Spa und Familienresort Du Hotel Krone, das Alpenhotel Oberjoch und die weiteren Kinderlandgastgeber im Familienerlebnisplaner. In voller Pracht hat sich der Frühling entfaltet. Thank you.
Wenn sich dann eines Morgens, noch vor Sonnenaufgang, die Männer des Dorfes versammeln, um das Vieh wieder auf die Alpen zu bringen, dann hat der Sommer sein Ziel erreicht. Alpauftrieb in Bad Hindelang. Jetzt starten die ersten Tourengänger zu den faszinierendsten Bergabenteuer im Naturschutzgebiet Allgäuer Alpen. Der Hindelanger Klettersteig, wie viele klassische Bergtouren ausgehend vom Oberstdorfer Nebelhorn, ist einer von vielen Höhepunkten. Wer einmal diese Bilder in sich aufgenommen hat, der wird sie ewig in seinem Herzen tragen. Doch welche Bergtouren Sie auch unternehmen, Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Das Hindelanger Bergführerbüro bietet Kompetenz in allen Bereichen des Bergsports, von geführten Touren bis hin zu Informationen über Routen, Hütten und Wetterbedingungen. Am Ort ansässig ist die Jugendbildungsstätte Haus Alpenhof, eine Institution des Deutschen Alpenvereins mit eigenem Hochseilgarten und einem umfangreichen Kursprogramm. Die zahlreichen und herrlichen Wandergebiete rund um Bad Hindelang sind ganz bequem mit der Hornbahn Hindelang oder der Iseler Bahn in Oberjoch zu erreichen. Den neuen Salewa-Klettersteig erreicht man von der Iseler Bergstation. Durch Seile und Tritte gesichert ist er auch für Einsteiger geeignet, begleitet durch einen Bergführer und mit der richtigen Ausrüstung. Zu Fuß dagegen oder mit dem Bus gelangt man zum Giebelhaus im Hintersteiner Tal und von dort aus ins zauberhafte Bergündletal. Eine andere Route führt vom Giebelhaus ins Obertal, zur zweitgrößten Sennalpe Deutschlands. Noch vor Sonnenaufgang beginnt der Arbeitstag in der Käsküche. Während sich der Hirte um die Kühe und deren Milch kümmert, bereiten Sennerin und ihre Beisennerin alles für einen langen Arbeitstag vor. Von Juni bis Mitte September reifen auf der Alpe Laufbichel rund 1300 Käseleibe. Eine herrliche Erholungspause für Wanderer und Genießer. Bad Hindelang, ein Ort der Bewegung. Aktive Walker finden im Heilklima Nordic Fitness Park insgesamt mehr als 100 Kilometer Nordic Walking Strecken und ein umfangreiches Kursangebot ausgebildeter Trainer. Sportliche Ausrüstung erhalten Sie selbstverständlich in unseren fachkompetenten Geschäften vor Ort. Natur ist immer noch das beste Allheilmittel. Das wusste auch Prinzregent Luitpold von Bayern zu schätzen. Dem zu Ehren, der Prinze Gumpe in Hinterstein für Kneipp- und Badefreuden zur Verfügung steht. Ein ebenso idyllisches Badevergnügen ist das Hochmoorschwimmbad am Oberjoch. Von den Kräften der Natur gepflegt. Das dritte im Bunde ist das neue Naturbad in Bad Hindelang. Badespaß mit 1400 Quadratmetern Wasserfläche sowie 6000 Quadratmeter mit Liegewiese, Sport- und Spielfläche.
Es gehört wie der Prinze Gumpe in Hinterstein und das Hochmoorschwimmbad in Oberjoch zu den außergewöhnlichen Hindelanger Freibädern. Wer die herrliche Gegend mit dem Bike erkunden möchte, findet in Bad Hindelang 20 alpine Touren und zahlreiche leichte Fahrradwege. Zum Beispiel entlang der Ostrach oder in die autofreien Täler. Den absoluten Kick erleben Mountainbiker im Bikepark. Auf 17 Freeride-Kilometern und 4 ausgewiesenen Routen von mittelschwer bis extrem. Bad Hindelang. Erfrischend, aktiv, anregend, modern. Doch wenn einem früh morgens in Bad Oberdorf die Gassenkühe begegnen, wenn an einem herrlichen Sommertag im Oberjoch die Alphörner erklingen, wenn auf der Naturbühne von Vorderhindelang die Kinder in ihren Trachten zum Volkstanz antreten, dann zeigen wir uns von unserer idyllischen Seite. Alles ist richtig, so wie es ist. Hier in Bad Hindelang. So langsam zieht der Herbst ins Land und mit ihm das Vieh von den Alpen wieder ins Tal. Ganz früh am Morgen des Viehscheids beginnen die Hirten mit dem Abtrieb und schmücken die Kranzkühe für das große Fest. Frisch Verliebte entdecken süße Geheimnisse auf unserem Liebespfad. Oldtimer-Liebhaber bewundern historische Traumautos beim Jochpass-Memorial. In den traditionellen Hammerschmieden werden kunstvolle Küchenschätze angefertigt. Während engagierte Laiendarsteller des Bauerntheaters das Publikum zum Lachen bringen, öffnet sich andernorts der Vorhang für hochrangige Musiker im Kurhaus oder im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Ein Ort wird Musik« in ausgesuchten Gaststätten. Gemächlich hält die kalte Jahreszeit Einzug und die Bad Hindelanger Einkaufsstraßen leuchten im Advent. Der märchenhafte Weihnachtsmarkt mit heimischem Kunsthandwerk, Stallweihnacht und Kinderweihnachtsmarkt ist ein später Höhepunkt im Terminkalender. Jetzt ist vielleicht auch die schönste Zeit für einen Besuch im Hintersteiner Kutschenmuseum. Inzwischen hat sich die herrliche Landschaft in ein sonniges, weißes Meer verwandelt. Egal mit welchen Gerätschaften Sie die Piste erobern, die hochmoderne Sechser-Sesselbahn bringt Sie bequem auf den Iseler und eröffnet Ihnen ein weitläufiges, familienfreundliches Skigebiet. Direkt an der Talstation der Iselerbahn begeistert Eltern und deren Nachwuchs das einzigartige 20.000 Quadratmeter große GEK-Schneekinderland der Skischule Ostrachtal. Die Kids lernen hier spielerisch das Ski- oder Snowboard fahren oder werden im Kinderhort betreut. Der Erlebnispark lockt mit Zauberteppichen, einer Kinderspielhütte, dem Schneekarussell, Spieliglus und einer Tubingbahn. Als besonderes Highlight düst das Maskottchen Isidor mit den Kleinen im Kinderexpresszug durch das Skigebiet. Die Eltern tummeln sich derweil auf den Pisten. Im alpinen Trainingszentrum Allgäu üben sogar die Profis und es finden bedeutende Skirennen statt. Mit den Spießerliften ist auch das benachbarte Unterjoch ganz auf Pistenspaß eingestellt.
Und während die Partyhungrigen bereits zum Après-Ski übergehen, tummeln sich die nimmersatten Skisportler noch auf der flutlichterhellten Piste. Wer Rails und Kicker nicht nur vom Hörensagen kennt, findet im Snowboard- und Slopestyle-Park Honey Hills auf knapp 2 Kilometern perfekte Absprünge. Kraftvoll bahnen sich die Skater und Langläufer ihren Weg auf 110 Kilometern Doppelspur- und Freestyle-Loipen. Der Skitrail Tannheimer Tal-Bad Hindelang ist auch Austragungsort eines internationalen Langlaufmarathons. Eine Menge Spaß haben all diejenigen, die sich auf 3x3,5 Kilometern Naturrodelbahn in die weiße Pracht stürzen. Hornerschlittenrennen, Ballonglühen, Skijöring, Schlittenhunderennen – unvergessliche Augenblicke. Der Schnee hat sich in Bad Hindelang fest eingerichtet. Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen bietet vor verschneiter Bergkulisse der Natureisplatz bei Hindelang, wo man sich in der Hütte nebenan mit Glühwein, Grog oder Tee erwärmt. Einen Eisplatz zum Eisstockschießen finden Gäste auch in Unterjoch. 30 Kilometer Rodel- und Schlittelwege zu einem Dutzend Berghütten und insgesamt 50 Kilometer Winterwanderwege bietet Bad Hindelang. Ein besonderes Highlight ist der neue Panorama-Winterwanderweg von der Bergstation der Hornbahn zum Horncafé. Und Schneeschuhwanderungen leiten querfeldein und sicher geführt durch den Tiefschnee. Die Menschen sind glücklich in ihrer Heimat. Denn ein Jahr in Bad Hindelang ist wie ein Kapitel in einem unendlichen, wunderschönen Märchen, das jeden Tag aufs Neue beginnt. Das war der Schienengeschicht, Löser. Wenn ich einmal groß und stark bin, gehe ich in die ganze Welt raus und erzähle jedem die Geschichte von Bad Hindelang. Nein, Tobi, wenn du einmal groß und stark bist, dann gehst du bei der Bossi und hier ist mir. Und ich erzähle es dann dem Kind, so wie es der Opa uns erzählt hat. Wo gibt's denn sowas? Neu ab Mai 2010. Bad Hindelang Plus. Urlaub ohne Nebenkosten. Freie Fahrt mit Bergbahnen und Bussen. Freier Eintritt ins Naturbad zum Tennisspielen in den Indoor-Spielplatz Allgäu-Lino und vieles mehr. Im Winter zusätzlich Achtergondelbahn mit 3 Rodelbahnen. Sogar der Skipass und das GEK-Schneekinderland sowie die Eisplätze sind inklusive. Alle Gastgeber mit diesem Zeichen bieten Ihnen Freizeitspaß zum Nulltarif.